Das ist ja der Kollege Strache, hat wenigstens gesagt, er ist bereit, Europa neu zu denken. Auch wenn die Antwort da nicht neu war, sondern eher alt. Aber die Bereitschaft, neu zu denken, ist ja grundsätzlich was Positives. Er hat aber dann nicht so deutlich, wie das seine Parteifreunde Le Pen, Wilders und so weiter formuliert haben, klar für den Ausstieg aus der Europäischen Union votiert, sondern er hat so herumgesprochen von einem Europa der Vaterländer. Was immer ein Europa der Vaterländer ist. Ich glaube, der Kollege Kogler hat es versucht, ein bisschen zu analysieren. Das ist dieses Zurück, das Gegenmodell zur europäischen Integration, zurück zur Kleinstaatlichkeit, zurück zu all dem, was wir uns nach den Erfahrungen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts als Lehre, als historische Lehre aufgegeben haben, zurücknimmt. Das heißt, Öxit, das heißt zurück zum Schilling, das heißt Binnengrenzen schließen, das heißt wieder Zölle an den Grenzen. Sagen Sie es deutlich, sagen Sie es so, wie es Ihre Freundin Le Pen sagt, wir wollen dieses Europa nicht.